Und ich begrüße jetzt Innenminister Gerhard Karner live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Innenminister, eine Abschreckungskampagne, wie Sie sie heute vorgestellt haben, hat das Innenministerium schon 2016 in mehreren Ländern durchgeführt. Und Fachleute sagen, ohne messbaren Erfolg. Warum glauben Sie, dass es diesmal besser funktioniert? Zunächst einmal, und Sie haben darüber gerade berichtet, wir haben Rekordzahlen bei den Asylanträgen. 42.000 waren es im heurigen Jahr bis dato, bis Ende Juli sozusagen. Das sind mehr als im gesamten letzten Jahr insgesamt. Das heißt, es braucht jetzt ein Bündel an Maßnahmen, um hier auch entsprechend entgegenzuwirken, weil diese Zahlen einfach zu hoch sind und das System überlasten an die Grenze kommt, wie ich es in den letzten Tagen auch immer wieder gesagt habe. Diese Maßnahmen beinhalten Maßnahmen an der Außengrenze, an der österreichisch-ungarischen Grenze. Dazu kommen wir noch. Wir haben jetzt einen ausführlichen Bericht, den wir gehabt über die Situation. Ich habe Ihnen eine ganz konkrete Frage gestellt. Warum glauben Sie, dass diese Infokampagne jetzt mehr bringt als die vor sechs Jahren? Weil es ein Maßnahmenbündel bedarf. Wir brauchen die Kontrolle an den Grenzen. Wir brauchen die bilaterale Zusammenarbeit mit Ungarn, gemischte Streifen mit Ungarn, wo wir sie durchführen, damit eben die Schlepperbanden gar nicht bis nach Österreich letztendlich auch kommen. Und ein Teil dieser Maßnahmen, ein Rad, das gedreht werden muss, ist auch, dass wir potenzielle Migranten in den Herkunftsländern entsprechend informieren. Hier dürfen wir die Deutungshoheit nicht den Schleppern überlassen. Davon bin ich überzeugt, dass das hundertprozentig richtig ist. Gut, hat Ihre Vorgängerin Mikl-Leitner vor 6 Jahren probiert, hat damals nichts gebracht. Jetzt sagen Sie, Wieso hat das nichts gebracht? Das war durchaus erfolgreich, weil die Zahlen danach deutlich auch zurückgegangen sind in manchen Ländern. Sehen Sie sich die Zahlen auch an. Nach 2015, 16 sind die Zahlen auch deutlich zurückgegangen. Aber und es ist entscheidend. Herr Karner, und die Experten sagen mir, gab es de facto in Afghanistan und die Zahlen sind nicht zurückgegangen. Es gibt Sie finden keinen Fachmann, keine Fachfrau in Österreich. In Afghanistan ist diese Kampagne wird die gar nicht geschalten. Damals die Kampagne. Ich sage nur, jetzt wird sie nicht in Afghanistan geschalten. Ich weiß, damals weil die Kampagne hat prima in Afghanistan stattgefunden. Ja, weil wir jetzt in schwerpunktmäßig in Indien, Marokko und Tunesien schalten, Länder, wo praktisch keine Chance auf Asyl besteht. Und genau da ist es wichtig, dass wir dort die Menschen informieren und nicht den Schleppern die Deutungshoheit überlassen. Dazu wollte ich gerade kommen. Bitte. Sie haben gesagt, Sie wollen den Lügen der Schlepper etwas entgegenhalten. Und Sie haben heute gesagt, dass Menschen aus Indien, Tunesien und Pakistan, ich zitiere Sie aus der Pressekonferenz, keine Chance auf Asyl in Österreich haben. Tatsächlich haben aus diesen drei Ländern letztes Jahr aber 48 Menschen in Österreich Asyl oder humanitären Schutz erhalten. Also was Sie da behaupten, ist schlicht unwahr. Ich habe gesagt, auch in den Interviews in den letzten Tagen, auf die Sie hingewiesen haben, praktisch keine Chance auf Asyl. Im ersten Halbjahr hat es keinen positiven Beurteilungen des Asylfalles gegeben. Sie plakatieren Menschen, no chance. Und Menschen machen sich auf den Weg und begeben sich in die Hände von Schlepper. Herr Wolf, in den letzten Jahren sind im Mittelmeer 1.500 Menschen ertrunken. Erst vor wenigen Tagen an der Grenze zu Ungarn sind Menschen zu Tod gekommen, weil sie in den Händen von Schlepper waren. Da muss es doch das Ziel sein, die Anstrengung sein, das zu unterlaufen. Und das tun wir. Wir können doch den Schleppern nicht die Deutungshoheit überlassen. Und da gibt es viele Maßnahmen. Konsequente Schlepperbekämpfung. 340 Schlepper haben wir allein in den ersten Monaten dieses Jahres festgenommen. Durch die Exekutive, durch polizeiliche Zusammenarbeit mit Ungarn, mit Serbien. Ein Bündel an Maßnahmen, damit wir auch entsprechend diese Zahlen runterbringen. Jetzt sagen aber viele Expertinnen und Experten, die Zahl der Asylanträge ist deswegen so stark gestiegen, eben weil sie so strenge Kontrollen machen. Und da greifen sie ganz, ganz viele Menschen auf, die gar nicht nach Österreich wollen. Die wollen gar nicht hierbleiben, sondern die wollen nach Österreich durch, um in Westeuropa zu arbeiten. Vor allem die Inder und die Tunesier, von denen sie so sprechen. Aber wenn sie aufgreifen, dann müssen die zwangsläufig einen Asylantrag stellen, damit sie nicht zurückgeschoben werden. Also Sie produzieren das Problem sozusagen selber. Also auch hier zu den Fakten. Ich glaube, es ist wohl Aufgabe eines Rechtsstaates, auch entsprechend die Grenzen zu kontrollieren, wenn es notwendig ist. Und über 340 Schlepper sind durch diese Kontrollen aufgegriffen worden. Schlepper, die für den Tod von Menschen auch verantwortlich sind. Und es ist wohl unsere Aufgabe als Rechtsstaat hier entsprechend einzuschreiten und auch zu kontrollieren. Das halte ich für notwendig. Wir machen die Registrierungen. Wir machen Fingerabdrücke dieser Menschen und natürlich gibt es viele, die auch weiterziehen wollen. Aber letztendlich ist es notwendig, dass der Staat hier einen Überblick hat, wie es hier die Situation ist an der Grenze. Und Sie haben in den letzten Tagen immer wieder gesagt, die meisten Menschen jetzt kommen aus Indien, sehr viele aus Tunesien. 6.000 waren es bisher im ersten Halbjahr etwa. Wie viele von diesen 6.000 sind denn noch in Österreich? Also wir haben derzeit, die Inder, die die größte Gruppe im Juli waren bei der Antragstellung, haben wir derzeit ca. 850 in der Grundversorgung untergebracht.
Die werden in Österreich betreut und viele sind weitergezogen oder auch zurückgekehrt. Tatsächlich sind ja die Zahlen in der Grundversorgung viel aussagekräftiger als die Asylanträge. Ja. Und wenn man da jetzt die Ukrainer, die ja eine völlig eigene Gruppe sind, rausrechnet, dann sind die Zahlen in der Grundversorgung kaum gestiegen. Sie sind deutlich niedriger, als sie vor wenigen Jahren noch waren. Also, ich weiß nicht, warum Sie die Ukrainerinnen, die Sie in erster Linie sind, herausrechnen. Sie sind in der Grundversorgung. Sie werden in aber der Sie Grundversorgung Asyl, organisatorisch und finanziell untergebracht. Sie sind Vertriebene. Sie haben den Vertriebenenstatus und belasten, wenn Sie so wollen, das System organisatorisch, aber auch finanziell. Und daher haben wir derzeit mehr Asylwerber und Vertriebene in der Grundversorgung, als wir das Jahr 2015 und 2016 hatten. Das ist Faktum. Mit dem haben wir uns auseinanderzusetzen. Und damit wir das System, damit wir den Vertriebenen aus der Ukraine auch helfen können, ist es doch notwendig, dass wir jenen, die praktisch keine Chance auf Asyl haben, sagen, tut mir leid, wenn du nach Österreich kommst, du hast praktisch keine Chance auf Asyl, du musst wieder in deine Heimat zurückkehren. Das ist das, was uns sämtliche Experten auch sagen. Gerald Knaus, der vor wenigen Tagen hier im Studio war, sagt das auch ganz klar. Wir müssen die Signale senden, dass auch Menschen, die aus diesen Ländern kommen, rasch wieder in ihre Heimat zurückkehren. Wenn Sie schon dabei sind, Sie sagen ja, wer kein Asyl erhält, muss in seine Heimat zurückkehren. Eine glaubwürdige Asylpolitik ist nur mit einem konsequenten Rückkehrsystem verknüpft. Jetzt gab es 1600 Abschiebungen heuer bisher, davon gehen aber zwei Drittel in die EU. Also in Länder, die Sie problematisch finden, zum Beispiel Nigeria gab es genau 32, nach Indien gab es 7. Also wir haben im ersten Halbjahr dieses Jahres 6200 Außerlandesbringungen. Das sind sogenannte Dublin-Fälle, das sind zwangsweise Abschiebungen, von denen Sie sprechen, aber auch freiwillige Rückkehr. Rund 60% kehrt freiwillig zurück in die Heimatländer, 40% zwangsweise. Das sind die nackten Zahlen. In den letzten Jahren waren es im Schnitt 11.000 pro Jahr, die letztendlich zurückgekehrt sind. 60% freiwillig, 40% zwangsweise. Und es wurde auch im Bericht angesprochen, Dänemark, die haben mittlerweile 90% freiwillig, 10% zwangsweise. Das heißt, wir müssen in der Rückkehrberatung noch intensiver werden. Diese Gegengeschichte zu den Schleppern erzählen, den Menschen zu sagen, du hast hier keine Chance, praktisch keine Chance auf Asyl. Das ist besser, du kehrst in die Heimat zurück. Da gibt es auch Wiederaufbauprogramme für die Betroffenen. Das ist doch der richtige Weg. Wir müssen doch verhindern, dass sich Menschen über das Mittelmeer auf den Weg machen, drohen zu ertrinken oder in LKWs sich hineinpferchen und dabei ersticken. Das kann doch nicht das Weisheit letzter Schluss sein. Aber gerade von den Indern und Tunesiern, von denen Sie sprechen, von denen kommt praktisch niemand übers Mittelmeer. Die kommen mit dem Flugzeug von der Türkei nach Serbien, weil sie visafrei in Serbien einreisen können. Wäre es denn nicht beträchtlich sinnvoller, als möglicherweise wirkungslose Online-Kampagnen im Internet zu schalten, wenn Sie mit Serbien verhandeln, dass dort möglicherweise die Visapolitik geändert wird? Also Herr Wolf, zu Beginn der ersten Frage haben Sie mich unterbrochen, denn ich wollte Ihnen ein Bündel an Maßnahmen erzählen. Und Teil dieser Maßnahmen muss natürlich auch sein, und das ist auch etwas, wo ich die Europäische Kommission auch auffordere, das Thema Visafreiheit in Serbien auch anzusprechen. Hier sind wir auf europäischer Ebene gefordert, Rückübernahmeabkommen zu schließen, beispielsweise mit Indien oder auch im Bereich der Visafreiheit mit Serbien hier auch entsprechend Gespräche zu führen, denn das betrifft ja letztendlich nicht nur Österreich, das betrifft ja auch viele andere europäische Länder. Ich habe es gesagt, Inder bleiben zum Teil in Österreich, gehen dann weiter nach Deutschland oder auch Frankreich, um dort am Schwarzmarkt, Arbeitsmarkt auch da zu sein. Und da müssen wir eben dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Und da habe ich heute auch einen Brief an die Kommissarin gerichtet, um das auch auf europäischer Ebene entsprechend zu thematisieren. Tatsächlich wird es in wenigen anderen Ländern aber so hochgehängt wie in den letzten Wochen hier in Österreich. Und jetzt gibt es Kritiker, die sagen, immer wenn es der ÖVP politisch schlecht geht oder wenn gerade irgendwo Wahlen bevorstehen, wie jetzt in Tirol, in Niederösterreich, zieht die ÖVP öffentlich ein Ausländerthema hoch, weil sie glaubt, dass ihr das politisch hilft. Ist das nicht in dem Fall auch ein bisschen so? Herr Wolf, ich weiß nicht, ob Sie morgen Zeit haben. Vielleicht fahren Sie mit mir in die Bezirke Oberpullendorf oder Neusiedl am See und reden dort mit der betroffenen Bevölkerung. Das sind jene Bezirke, die im Burgenland am meisten betroffen sind. Dort sind ÖVP-Bürgermeister, SPÖ-Bürgermeister, die sich an mich gewandt haben, weil sie gesagt haben, wir müssen hier etwas tun, weil sehr, sehr viele kommen mittels der Schlepperbanden. Und ich wiederhole es. Der Kampf gilt den Schlepperbanden, die mit brutalsten Methoden diese Menschen missbrauchen, die sich hier auf den Weg machen. Und weil das eben so ist, müssen wir eben Maßnahmen setzen. Und das ist eben ein Bündel an Maßnahmen. Was wir in Österreich tun können, ist die Grenze kontrollieren, zusammen mit den ungarischen Kollegen auf ungarischem Staatsgebiet auch Kontrollen durchführen. Es sind aber auch österreichische Polizistinnen und Polizisten an der ungarisch-serbischen Grenze, weil das eine wesentliche Route ist. Aber auch
die Diskussion auf europäischer Ebene vorantreiben. Das ist mir auch ganz besonders wichtig. Daher auch Gespräche mit dem dänischen Kollegen und anderen. Müssen Sie sich da nicht ein bisschen selber an der Nase nehmen, vor allem Ihre Partei, die ÖVP, kontrolliert seit 22 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung durch Herrn Kickl das Innenministerium und ist seit 2 Jahrzehnten für die Asylpolitik verantwortlich. Herr Kurz hat die Balkanroute geschlossen, hat er uns erklärt. Und jetzt stehen wir vor diesem Problem, wie Sie sagen. Ich kann nur sagen, Migrationsströme richten sich nicht nach Innenministern, welcher Parteifarbe sie gehören, sondern Faktum ist, dass wir derzeit eine Welle haben, die da ist. Warum? Auch das habe ich heute in dieser Pressekonferenz erklärt. Sie kennen die Situation, wir haben es schon angesprochen, mit den Vertriebenen aus der Ukraine. Die haben derzeit einen Sonderstatus, weil wir diesen Menschen zurecht helfen wollen, ja helfen müssen. Und das tun wir. Morgen ist dieser traurige Halbjahrestag, wo wir in Österreich mittlerweile 57.000 Ukrainerinnen in der Grundversorgung haben. Und weil wir das eben auch tun, müssen wir auf der anderen Seite hier ganz klare Kante zeigen. Und das tun wir eben sehr intensiv und sehr genau. Kommen wir noch zu einer Abschiebung, die für viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich Anfang letzten Jahres, die der 12-jährigen Tina und ihrer Familie nach Georgien. Da hat jetzt ein Höchstgericht entschieden, dass diese Abschiebung rechtswidrig war. Hat sich das Innenministerium, haben Sie sich schon bei Tina entschuldigt? Also zunächst hat es hier mehrere Entscheidungen gegeben in diesem Fall, nämlich für den negativen Asylbescheid. Diese Personen sind aus Georgien, auch Tina ist aus Georgien, die derzeit mit einem Schülervisum ja da ist, letztendlich sich in Österreich auch aufhält. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtshofes ist zur Kenntnis zu nehmen, so wie sie jetzt gefallen ist. In dieser Entscheidung ist auch drin, dass man es anders interpretieren könnte. Sie haben ja selbst den Anwalt der Betroffenen auch interviewt und ihm mit auch gesprochen, dass die Verfahren durchaus auch bewusst in die Länge gezogen wurden. Das alles Dinge, die man hier bei einem strengen, strikten Asylsystem auch berücksichtigen muss, damit wir glaubwürdig bleiben. Damit, wenn negativ beschieden ist, auch die Außerlandesbringungen stattfinden. Und dazu bekenne ich mich auch in Zukunft. Aber Herr Kandel, diese Außerlandesbringung hat ja Ihre Behörde versemmelt, wenn man so salopp sagen will, weil sie so lange hinausgezögert hat, dass sie nicht mehr rechtmäßig war. Das hat ein Höchstgericht festgestellt. Jetzt sagt die ÖVP immer, Recht muss Recht bleiben. Sie haben ein Mädchen, das nichts falsch gemacht hat, weil Dina hat gar nichts hinausgezögert. Die war 12 Jahre alt zum Zeitpunkt der Abschiebung. Perfekt integriert, in Österreich geboren, haben sie rechtswidrig abgeschoben und aus ihrem Leben gerissen, in ein Land gebracht, zu dem sie nahezu keinerlei Verbindung hatte. Wäre es da jetzt nicht tatsächlich an der Zeit, dass sich entschuldigt? Herr Wolf, ich habe nur die Bitte, dass man die Dinge klar ordnet. Sie haben gesagt, unsere Behörde, das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden. Zunächst einmal, zweimal, das Bundesamt für BFA hat entschieden, negativer Asylbescheid für die Betroffenen, dann das Bundesverwaltungsgericht. Das spielt alles keine Rolle mehr. Ja, aber das ist entscheidend. Das ist Aufgabe der Behörden, auch diese negativen Entscheidungen zur Durchsetzung zu bringen. Und das wurde dann auch getan. Das ist falsch. Und dann hat der Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das ist falsch. Das Höchstgericht hat gerade in seinem Urteil festgestellt, dass die Abschiebung nicht verpflichtend war, sondern im Ermessen der Behörde lag. Dass man für beide Entscheidungen treffen konnte, sagen unsere Juristen, dass beide Entscheidungen möglich waren und möglich sind. Aber es geht hier um Betroffene aus Georgien. Und da sind wir beim Thema zuvor. Will ein Asylsystem glaubwürdig bleiben, dann müssen wir bei sicheren Herkunftsstaaten auch eine klare Linie haben. Ein Höchstgericht hat gerade gesagt, diese Abschiebung war rechtswidrig. Tina hält sich in Österreich auf und hat ein Schülervisum. Gut, ihre Mutter und ihre Schwester nicht, deren Abschiebung war auch rechtswidrig. Dürfen sie wieder nach Österreich kommen? Ich sage noch einmal, ich halte diese Entscheidungen, die hier gefällt wurden und auch letztendlich zur Umsetzung gebracht wurden, für richtig. Die waren rechtswidrig. Es spielt keine richtig Rolle. Aber nein, Herr Wolf, das haben Sie auch mit dem Anwalt der Betroffenen auch hier besprochen, dass das Höchstgericht entscheidend gesagt hat, beide Entscheidungen waren und sind möglich. Das ist die Interpretation. Das heißt, auch in Zukunft wird es derartige Abschiebungen und Außerlandesbringungen auch geben, ja geben müssen, wenn wir im Asylsystem glaubwürdig bleiben wollen. Also ich hoffe nicht, dass Sie jetzt gesagt haben, Sie werden auch in Zukunft rechtswidrige Abschiebungen durchführen. Das habe ich nicht gesagt, gut. Herr Wolf. Das haben Sie gut, gehört, dass die Abschiebung von Dinas Familie war rechtswidrig. Ihre Mutter und ihre kleine Schwester sind noch in Georgien. So und so jetzt interpretieren. Das könnte man so und so interpretieren. Wenn Sie das Urteil genau lesen, das haben Sie sicherlich getan. Man könnte, das haben Sie ja auch den Anwalt der Betroffenen auch gefragt. Man könnte es so und so interpretieren. Nein. Die Abschiebung war rechtswidrig. Das ist MS, das hat das Höchstgericht entschieden. Dürfen die Schwester von Tina und ihre Mutter nach Österreich zurückkehren? Die Entscheidung, die hier getroffen wurde von den Asylbehörden, war so, wie sie war. Und daher wurden auch die entsprechenden Abschiebungen hier auch durchgeführt. Diese Abschiebung war rechtswidrig? Nochmal,
ich kann nur mal sagen, dass der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes, das sagen die Juristen bei uns im Haus, lasst beide Interpretationsspielräume offen. Das ist falsch, Herr Karner. Das hat ein Höchstgericht entschieden, das kann man nachlesen. Dass beide Entscheidungen möglich waren und möglich sind. Das ist falsch, Herr Karner. Ja. Gut, dürfen jetzt die Schwester von Tino und ihre Mutter zurückkehren oder nicht? Sie sind derzeit in Georgien aufhältig, das ist ein sicheres Drittland und das halte ich für sinnvoll. Das heißt, Sie dürfen nicht mit einem Aufenthaltstitel nach Österreich zurückkommen? Das ist Entscheidung der Behörden und nicht meine Entscheidung. Sie sind der Vorstand der Behörde. Also, Sie wissen schon, Herr Wolf, dass ich nicht mit Daumen hoch oder Daumen runter entscheide, wie einzelne Asylverfahren oder humanitäre Aufenthaltsbewilligung entschieden werden, sondern es ist Entscheidung der Behörden, die das letztendlich auch zu beurteilen haben. Die Behörde hat eine rechtswidrige Entscheidung getroffen, werden Sie daraus Konsequenzen ziehen? Nochmal, wenn jetzt es neue Anträge gibt der Betroffenen, dann wird auch die Behörde wieder darüber entscheiden, ob sie einen Aufenthaltstitel bekommen, ja oder nein. Das wollte ich wissen, das war schon alles. Gut, wir sind weit über der Zeit, aber ich muss Sie trotzdem noch was zu einem Thema fragen, zu dem Sie sich nicht öffentlich geäußert haben, obwohl es schon Wochen her ist. Es gab ganz, ganz massive Kritik an der Polizei, an Ihrer Behörde, nach dem Suizid von Frau Dr. Kellermeier in Oberösterreich. Schwere Vorwürfe gegen die Polizei, auch von der grünen Klubobfrau hier im Studio. Glauben Sie oder finden Sie, dass die Polizei in diesem Fall alles richtig gemacht hat? Also wenn ein Mensch Selbstmord begeht und aus eigenem Wunsch aus dem Leben scheidet, dann sind sich wohl alle einig, dass hier vieles falsch gelaufen ist. Wahrscheinlich auch im Leben der Frau Dr. Kellermeier. Und das ist ein überaus tragischer Fall. Was ich aber nicht bereit bin, und das habe ich auch klar gesagt, und ich habe in dieser Frage sehr oft kommuniziert, vielleicht nicht hier im ZIP-Studio, aber intern, und auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Frage sehr oft kommuniziert. In diesem ganz besonders tragischen Fall, wo ich nicht dazu bereit bin, ist, dass man hier Einzelne vor den Vorhang holt. Justiz, Polizei, Behörden, Ärzte, Ärztekollegen. Es ist ein tragischer Fall, ein tragisches Schicksal, das letztendlich auch gesamtgesellschaftlich zu beurteilen ist und wo auch, ich denke, viele Maßnahmen ergriffen werden müssen. Aber muss das nicht auch zur Selbstkritik bei Ihrer Behörde führen, wenn ein Polizeisprecher öffentlich Frau Dr. Kellermeier vorgeworfen hat, sie übertreibt und sie drängt sich nur in die Medien, um ihr Fortkommen zu befördern? Herr Wolf, bitte verstehen Sie, ich glaube, dass Sie in diesem sehr tragischen Fall sehr viele kommuniziert haben. Vielleicht wurde sogar zu viel kommuniziert und wahrscheinlich auch der eine oder andere falsche Satz auch gesagt. Ich bin aber nicht bereit, einzelne Behörden oder gar einzelne Mitarbeiter hier am digitalen Pranger zu opfern. Da bin ich nicht dabei. Herr Innenminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen herzlichen Dank.